Irgendwie habe ich mir jetzt die ganzen Dinge angeguckt, die ich aufgenommen habe. Also die waren ja noch aus so einer Perspektive ein Stückchen weiter hinten. Und ich glaube jetzt kaum, dass es irgendwie an der Perspektive gelegen hat oder so, sondern einfach, weil der Stuff schon viel zu lange her ist. Da habe ich euch so ein bisschen was erzählt von so Geschichten, als meine Eltern sich getrennt haben und was mein Bruder und ich für Zombie-Kinder waren und was wir für einen Scheiß mit der neuen Freundin von meinem Papa angestellt haben. Also ich meine, wir haben die Sachen jetzt, ich habe die Sachen jetzt aufgenommen und wenn ihr es sehen wollt, so dann poste ich das, wenn nicht, dann ist auch wurscht. Aber ich habe mir jetzt irgendwie, nachdem ich so ein bisschen drüber geguckt habe, eigentlich gedacht, so von wegen, okay, ist vielleicht ein bisschen überflüssig so. So, weil daran kann ich jetzt nun wirklich nichts mehr ändern. Also ich kann an nichts mehr irgendwie was ändern, aber keine Ahnung, mir ist es auch zum Anfang echt ein bisschen komisch gefallen und also ist es auch jetzt noch so ein bisschen so, über so eine Sachen irgendwie zu sprechen. Also hier wie beim Psychologen auf der Couch zu liegen, ich will mir gar nicht ausmalen, wie das für mich wäre, bei einem Psychologen irgendwie so zu liegen und da über so Sachen zu sprechen, die mir irgendwie so durch den Kopf geistern. Also ich würde nicht mal behaupten, ne, vor allem, dass das irgendwie so Sachen sind, die mich jetzt grundlegend stören, aber ich habe das immer wieder gehört, wenn einem so häufig so eine Sachen durch den Kopf gehen, dass es irgendwie doch irgendwie am Stören sein soll. Und ich möchte ja, wenn meine Krebstherapie jetzt hoffentlich demnächst beendet ist, so sauber wie möglich wieder ins Leben zurückgehen. Und dann alles besser machen, noch besser machen. Ich glaube manchmal auch so, dass die Nummer, die ich hier so erzähle, zum einen dem Psychologen dann sogar vielleicht irgendwie schon verrückt machen könnten oder andere irgendwie auch schon irgendwie so von wegen, was erzählt der da die ganze Zeit für eine Scheiße, der liegt da nur auf seiner blöden Couch und redet irgendwie. Aber ich habe jetzt wirklich schon so ein paar Varianten durchprobiert und dann bin ich draußen zum Beispiel unterwegs gewesen und habe da so ein paar Sachen aufgenommen. Man fühlt sich irgendwie nie so wohl, sage ich mal, wie zu Hause, dass man so in der Lage ist, über so eine Sachen irgendwie so richtig zu sprechen. Ich habe kein Problem jetzt mit anderen darüber zu sprechen, aber wenn man draußen ist, dann ist man auch noch mit vielen anderen Sachen beschäftigt, wie, was weiß ich, auf andere Leute achten. Irgendwie krampfhaft gucken, ob irgendwer zuhört oder irgendwie sowas, weil keine Ahnung, man gibt so eine Sachen irgendwie nicht gerne in der Öffentlichkeit preis, aber dann über die Kamera funktioniert es halt irgendwie doch. Seltsamer Mensch steckt hier in der Höhle, ich sage euch das. Naja, ich mache immer zum Anfang irgendwie so ein bisschen was, wenn mir was einfällt, dass ich so ein bisschen drüber erzähle, irgendwie, wie das so ist und ob das besser wird und wie man vielleicht noch was verändern kann und so. Deswegen schreibt mir sowas immer gerne in die Kommentare. Aber ein Ding muss ich euch erzählen. Und viele Sachen, die ich jetzt so in der nächsten Zeit erzählen werde, sind auch so, dass ich da teilweise nicht mal so wirklich mit meinen Eltern drüber gesprochen habe, dass ich, also jetzt würde ich sicherlich mit denen drüber sprechen, aber wahrscheinlich wäre das denen jetzt mittlerweile auch Wumpe, aber weil es ja doch noch irgendwie so ein halbwegs vernünftiger Kerl aus mir geworden, aber ich habe selber das Gefühl, dass ich darüber sprechen muss und wahrscheinlich dann danach auch so ein paar Diskussionen mit meinen Eltern haben werde. Na gut, wenn wir die ganze Nummer jetzt überspringen, was so die Trennung meiner Eltern angeht, etc., würde ich, glaube ich, am sinnvollsten einsteigen, wo das ganze Chaos so rund um mich losging, wenn es da nicht schon ausgebrochen war. Aber ich kann mich, also wenn ich jetzt so mit klarem Menschenverstand irgendwie so ein bisschen drüber nachdenke, hatte ich, also dann kriege ich da schon eher irgendwie eine Situation rausge bastelt, so sage ich mal, dass man da so ein bisschen so ein Verständnis für aufbauen kann, aber ach, ich fange einfach schon wieder richtig an, drum herum zu reden. Ich erzähle es euch einfach. Ich bin irgendwann auf die Bettina von Arnim Schule gegangen. Da bin ich nur hingegangen, also ich hatte, als ich aus der Grundschule raus bin, eigentlich verhältnismäßig gute Noten und dann dachte ich mir irgendwann,
Du machst halt das, was deine Kumpels auch machen, weil sonst bist du nachher irgendwie auf einer Schule und kennst da keinen und so und war da irgendwie so ein bisschen unsicher und bin damals mit einem meiner besten Freunde zusammen auf diese Schule gegangen, mit dem ich danach ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel zu tun hatte, weil beide irgendwie was anderes gemacht haben und eigentlich war das total überflüssig. Ich habe eigentlich ganz gute Angebote gehabt, was so Schulen angeht oder ganz gute Möglichkeiten gehabt, sagen wir das mal so. Und bin aber trotzdem auf diese Schule gegangen, bei uns in Berlin im Märkischen Viertel. Und das ist halt nicht die beste Schule für irgendwie problembehaftete Kinder, sage ich mal. Also da gibt es viele problembehaftete Kinder. Und ich kam ja gerade aus dieser ganzen Scheidungssituation mit meinen Eltern, pipapo, und wollte mich da nicht so richtig auf die Schule konzentrieren. Und was weiß ich, was mich da alles irgendwie so gestört hat. Auf jeden Fall bin ich so ein bisschen an die falschen Leute geraten, habe mich da auch dann irgendwie so ganz wohl gefühlt, wollte dann auch einer von diesen falschen Leuten werden und habe ein kleines bisschen mit Drogen rumprobiert und das leider sehr früh. Also ich kann euch nicht mehr genau sagen, wie das alles so wirklich angefangen hat, aber ich kann euch zum Beispiel noch genau sagen, wie das so das erste Mal dazu kam, dass ich so betrunken war. Da gab es bei uns am Zeldinger Platz, nee, am Ludolfinger Platz gab es immer so ein paar Jugendliche, sage ich mal, die jetzt so also ich wäre jetzt so deren Alter und die haben sich da immer getroffen und haben getrunken und rumkrakeelt und waren irgendwie anders, aber allesamt ein paar Idioten gewesen. Und damals habe ich die irgendwie angehimmelt. Ich weiß auch nicht warum, obwohl das alles so eine Spinner waren. Und wollte da irgendwie so dazugehören, weil ich irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen auf einer Suche war, irgendwie in eine Gruppe oder sowas reinzukommen, keine Ahnung. Oder cool zu sein, weil man dann mit Älteren irgendwie rumgehangen hat und so. Und naja, und habe das so ein bisschen auf Krampf probiert und wurde dann auch von denen, sage ich mal, was ja auch schon skurril klingt, so ein bisschen akzeptiert, dass die das zwar immer noch seltsam fanden, aber da waren auch so ein paar andere in meinem Alter, die dann da irgendwie noch so mit rumgestanden haben. Und dann sind wir da irgendwann durch den Bahnhof in Frohnau gelaufen, das war auch so einer der Spots. Und da habe ich so eine Mische mit irgend so einem Scheiß getrunken aus einem Plastikbecher und da war ich das erste Mal besoffen oder gut dabei, sagen wir das mal so, und habe das irgendwie gefeiert, das Gefühl. Und die haben natürlich dann noch andere Sachen gemacht, so Dope geraucht und was weiß ich nicht alles. Und die coolen Jungs, beziehungsweise die dämlichen Jungs bei mir an der Schule haben halt auch so eine Sachen gemacht. Und dann hatte ich eine Zeit lang so eine Kifferphase, sage ich mal, aber ich müsste euch das halt vor Augen halten, das war alles so in einem Alter von, ich sag mal, wann kommt man in die 7. Klasse, so mit 12, 13, sowas? Mit 12, 13 war das dann, ich sag mal, so ein Jahr bis 14 war das so, dass man so die ersten Erfahrungen mit Alkohol gemacht hat, also dass ich die ersten Erfahrungen mit Alkohol gemacht habe, dass ich mal, da war das allerdings noch ein bisschen weniger zum Anfang, Gras geraucht habe, dann immer mehr und immer mehr und dann stiegen da irgendwie andere aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer mehr drauf ein und alle haben dann irgendwie Dope geraucht und ich habe es halt wirklich übertrieben. Ich habe dann einfach, ich habe die ganze Zeit gekifft und dann bin ich manchmal, habe ich mich mit manchen vor der Schule getroffen und haben da dann Joint geraucht und sind dann einfach nur so wie ein paar Zombies durch den Unterricht gelaufen und haben gedacht, wir sind die coolsten und wir wissen alles, wir müssen nicht zur Schule gehen und so weiter. Teilweise ging es dann sogar so weit, dass wir uns irgendwo, was normalerweise unter sowas fallen würde, so von wegen, man geht mal in der Pause irgendwo hinter einem Schulgebäude irgendwo eine rauchen oder sowas, da haben wir uns dann Joint reingedreht. Und das wurde halt natürlich durch diese ganze Atmosphäre, dieses ganze Umfeld in der Bettina von Arnim, da im Märkischen Viertel und so, auch ein kleines bisschen gesteigert, würde ich mal sagen. Und um das vielleicht immer so ein bisschen kürzer zu machen, dass ihr da nicht immer, was weiß ich jetzt irgendwie,
20 Minuten, Brian labert einfach nur in die Kamera, während er auf der Couch liegt, euch reinziehen müsst. Das war so die Nummer, wie ich zu Marihuana hauptsächlich gekommen bin oder so der erste Kontakt so mit Drogen. Ihr dürft mich auch gerne bei den Videos irgendwie unterbrechen, also dass ihr sozusagen im Video dann was mit reinschreibt, so von wegen, ey Brian, lass das sein, sowas erzählt man nicht, oder das ist total langweilig, was du da erzählst oder sonst was, weil, wie gesagt, ich bin mir da selber noch so ein bisschen unsicher mit dieser ganzen Geschichte. Ich habe nur so das Gefühl, ich müsste da irgendwie drüber reden, aus welchem Grund auch immer. Ich bin auf eure Kommentare gespannt.